Liebe Studierende, ich begrüße Sie herzlich zu einer Besprechung aus dem rein materiellen Baurecht nach dem nordrhein-westfälischen Landesrecht, anknüpfend an eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen in baurechtlichen Fragestellungen des Landesrechts, hier die höchste Instanz. Zum Sachverhalt. Die zuständige Behörde gibt A. mit einer auf § 58 Absatz 2 Satz 2 Bauordnung NRW gestützten Verfügung auf, ein von A. im Rohbau errichtetes Gebäude zu beseitigen. Der Rohbau verstoße gegen § 3 Absatz 1 Satz 1 Bauordnung NRW, da dessen Betreten unter anderem mangels Geländern sehr gefährlich sei. Zwar sei im Jahr 2002 eine Baugenehmigung für die Errichtung eines ca. 1400 Quadratmeter großen viergeschossigen Wohn- und Geschäftshauses, deren Umsetzung der Rohbau habe dienen sollen, erteilt worden. Allerdings habe es seit der Rohbauabnahme im Jahre 2005 keinen Baufortschritt mehr gegeben. A ist der Ansicht, schon die Ermächtigungsgrundlage sei die falsche. Zudem sei das Vorhaben legal errichtet worden. Jedenfalls habe B versäumt zu überlegen, in welcher veränderten Form das Vorhaben genehmigungsfähig sein könnte. A sei auch nicht für die Gefahren verantwortlich, die von denjenigen Personen ausgehen würden, die den Rohbau unberechtigt betreten würden. Dieser Sachverhalt würde für eine Examensklausur durchaus schon reichen, wenn man den prozessualen Teil noch davor packt. Die folgende Darstellung orientiert sich jetzt an einem Aufbau, wie Sie ihn im Examen wählen müssten. Zunächst starten Sie mit der Ermächtigungsgrundlage. Der Sachverhalt spricht eine Ermächtigungsgrundlage an und die Frage stellt sich natürlich, die sich aufdrängt, wie sieht es aus mit der anderen? Sie werden das mitbekommen haben, seit der Änderung des Baurechts vor einigen Jahren hat der Gesetzgeber ein bisschen die Nummern wandern lassen. Man muss sich etwas neu orientieren, um das zu finden, was man vorher eigentlich schon konnte. Alles hat sich so ein bisschen verschoben von den Zahlen her. Und was Neues, wir haben eine spezialgesetzliche Ermächtigungsgrundlage für Baubeseitigungsverfügungen. Das ist § 82 Absatz 1 Satz 1 Bauordnung NRW. Und zuvor wurde alles auf die damalige Generalklausel gestützt, das war § 60 Bauordnung. Jetzt ist es § 58 Absatz 2 Satz 2 Bauordnung Nordrhein-Westfalen. Der Sachverhalt bietet genügend Anlass dazu, hier bereits im Rahmen der Ermächtigungsgrundlage Stellung zu beziehen, welches denn die richtige Ermächtigungsgrundlage für eine Beseitigungsverfügung ist. Alleine wenn man sich den Wortlaut anschaut, ist § 82 Absatz 1 Satz 1 Bauordnung, merkt man, dass das Lex Specialis ist für Beseitigungsverfügungen, sodass also der Rückgriff auf § 58 Absatz 2 Satz 2 Bauordnung nicht in Betracht kommt. Die Frage ist aber, wie geht man damit um? Begründet das einen Rechtsmangel der Beseitigungsverfügung, die auf eine falsche Norm gestützt wurde? Dazu gilt es auszuführen, dass die Behörde eine Ermächtigungsgrundlage nicht benennen muss. Und allein die Bezeichnung einer falschen Ermächtigungsgrundlage führt nicht dazu, dass eine Verfügung rechtswidrig wäre. Das Gericht prüft von Amts wegen, auf welche mögliche Ermächtigungsgrundlage sich eine solche Norm stützen kann, eine solche Verfügung stützen kann. Das ganze Problem firmiert unter dem Austausch der Ermächtigungsgrundlage oder manchmal auch relativ ungenau unter der angeblichen Problematik des Nachschiebens von Gründen. Streng genommen handelt es sich nicht um das Nachschieben von Gründen, das ist eher vorbehalten den Ermessensfehlern, wo Gründe nachgeschoben werden können nach § 114 Satz 2 VWGO. Bei dem Austausch der Ermächtigungsgrundlage geht es halt um etwas anderes. Ja. Es gilt allein festzuhalten, dass es nicht auf die Bezeichnung der Behörde ankommt, sondern nur, dass es eine Ermächtigungsgrundlage geben muss. Und im Übrigen gilt es im Blick zu behalten, dass diese Ermächtigungsgrundlagen sich unter Umständen unterschiedlich darstellen können vom Anforderungsprofil, also was sie verlangen für das ordnungsbehördliche Einschreiten. Und das ist eine Problematik, die vornehmlich im Rahmen des Ermessens diskutiert wird. Nämlich dort erst stellt sich die Frage, hat denn die Behörde, die ja eigentlich auf eine falsche Ermächtigungsgrundlage abgestellt hat, alles das in ihre Entscheidung eingestellt, was sie eigentlich hätte einstellen müssen? Das werden wir an späterer Stelle im Rahmen des Ermessens nochmal ansprechen. So, dann stellen sich wie immer die Fragen der formellen Rechtmäßigkeit. Der Sachverhalt wirft hier allerdings keine Probleme auf. Deswegen kommen wir direkt zur materiellen Rechtmäßigkeit und zu den Tatbestandsvoraussetzungen des § 82 Absatz 1 Satz 1 Bauordnung NRW. Dazu schauen Sie sich am besten einmal die Norm selbst an im Gesetzestext. Wenn Sie einen Blick werfen, das ist in § 82 Absatz 1 Satz 1 Bauordnung, sehen Sie als Tatbestandsmerkmal alleine eine
Anlage, die errichtet oder geändert werden muss und so dann den Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften. So baue ich dann auch hier auf und ich möchte noch anraten, ich versuche das auch so zu tun und nicht irgendwie zu reden von formeller und oder materieller Illegalität. Das hat alles seine Berechtigung, aber nicht im Rahmen der Tatbestandsmerkmale, die Sie hier zunächst einmal ansprechen müssen. Zunächst stellt sich die Frage, was ist eine Anlage im baurechtlichen Sinne? Und da erlebt man auch zuweilen die Überraschung, wenn man einmal ins Gesetz schaut, wie der Anlagenbegriff definiert ist. Wenn Sie dort in Paragraph 1 der Bauordnung hineinschauen, finden Sie den allgemeinen Anwendungsbereich der Bauordnung. Und in Paragraphen 2 Absatz 1 Satz 4 der Bauordnung finden Sie eine Legaldefinition des Begriffs der Anlage. Die Anlage sind bauliche Anlagen und sonstige Anlagen, an die Anforderungen gestellt werden, also ein Oberbegriff und nicht gleichzusetzen mit der baulichen Anlage. Das geht manchmal etwas zu schnell in der Subsumption. Richtig ist natürlich dann das Ergebnis, dass es dann eine Anlage gibt, was dann ist, wenn es eine bauliche Anlage ist. Das ergibt sich dann aus § 2 Absatz 1 Satz 1 der Bauordnung. Ich denke, hier gibt es nach dem Sachverhalt keinerlei Bedenken daran. Diese Anlage ist auch errichtet worden, nämlich erstmals hergestellt. So, dann die Frage, besteht ein Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften nach dem Wortlaut des § 82 Absatz 1 Satz 1 Bauordnung? Und hier können unterschiedlichste Verstöße vorliegen, die allerdings von Ihnen in der Klausur auch so benannt werden müssen. Also Sie können in der Klausur nicht schreiben, ja, möglicherweise ist das Vorhaben formell illegal und dann kommen lange, aber normativ relativ freischwebende Ausführungen zur formellen Illegalität. Und dasselbe gilt für die materielle Illegalität. Der Obersatz lautet ja, das Vorhaben muss öffentlich-rechtlichen Vorschriften widersprechen. Also ist der folgende Schritt völlig klar. Das Vorhaben könnte gegen Paragraph so und so der Bauordnung NRW verstoßen. Das kann meinetwegen Paragraph 60 der Bauordnung sein. Dann handelt es sich um einen Aspekt der formellen Illegalität. Wichtig ist halt nur in der Klausur, dass Sie immer klar machen, bei welcher öffentlich-rechtlichen Vorschrift Sie denn eigentlich sind. Der konkrete Fall gibt allerdings Anlass, hier sich vorab eine Frage zu stellen, nämlich: Wie sieht es denn eigentlich aus in einem Fall, in dem eine Baugenehmigung erteilt wurde? Kann es dann rechtstechnisch überhaupt möglich sein, dass gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften verstoßen wird? Denn eine Baugenehmigung legalisiert ja ein solches Vorhaben und das wäre jetzt der erste Punkt, der hier zu prüfen wäre. Ist ein Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften schon deswegen ausgeschlossen, weil eine Baugenehmigung vorliegt, die das Ganze legalisiert? Das führt dann zum sogenannten Bestandsschutz. Das ist das, was zu den Grundlagen hier auszuführen ist. Und so dann die weitere Prüfung, ist das auch tatsächlich der Fall? Das Ganze haben Sie zum Beispiel in Konstellationen, wenn jemand eine Baugenehmigung ausnutzt, sich aber nicht an die Vorgaben der Baugenehmigung hält. Dann haben Sie über das, was über die Baugenehmigung hinausgeht, halt keinen Bestandsschutz und können hier wieder ansetzen und sagen, ja, öffentlich-rechtlichen Vorschriften wird widersprochen. Also das waren jetzt die Grundlagen zur Legalisierungswirkung einer Baugenehmigung. Rechtlich ist das halt, hat das Gestaltungswirkung. Das heißt, das Verwaltungsgericht wäre auch gehindert, in eine materiellrechtliche Prüfung einzusteigen, wenn eine bestandskräftige Baugenehmigung vorliegen würde. Die Frage ist allerdings, wie sieht es aus mit dem Rohbau? Und das geht allerdings relativ schnell zu beantworten, denn der Rohbau, wie er da so steht, seit vielen, vielen Jahren, war zu keinem Zeitpunkt materiell legal, denn es ist ja kein Rohbau genehmigt worden, sondern ein bestimmtes Vorhaben. Rohbauten werden so nicht genehmigt. Ja. Die stehen da auch nicht rum. Das ist also ein Durchgangsstadium zu einem anderen Bauwerk. Das heißt, eine materielle Legalität des Rohbaus war zu keinem Zeitpunkt anzunehmen. Und schließlich, da läuft halt auch die ganze Falllösung hin, ist zu erkennen, dass auch eine Baugenehmigung nicht unbegrenzt gilt. Ja, wenn Sie in § 75 Absatz 1 Bauordnung NRW hineinschauen, sehen Sie, dass Baugenehmigungen einen bestimmten Zeitraum nach ihrer Erteilung erlöschen, wenn sie nicht ausgenutzt werden. Und auch der Fall des Baustillstandes ist dort geregelt. Für unseren Fall gilt, es besteht keine Baugenehmigung mehr, ohnehin nicht. Und der Rohbau selbst war auch zu keinem Zeitpunkt materiell legal, sodass wir uns ja eigentlich in Frage zuwenden können, verstößt das Vorhaben nun gegen einzelne öffentlich-rechtliche Vorschriften, wobei zunächst ein Verstoß gegen § 3 Absatz 1 der Bauordnung in Betracht kommt, einer bauordnungsrechtliche Generalklausel.
die Sie ganz gut kennen müssten. Es geht ja auch hier um die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. Und das sind die Gefahrbegriffe, die Ihnen auch in anderen Rechtsgebieten des Ordensrechts begegnen. Der Sachverhalt gibt es vor, dass das Vorhaben, dass der Rohbau gefährlich ist. Es fehlen die Außenbegrenzungen, man kann nach unten stürzen. Und wenn Sie mal einen Blick werfen in die eigentliche Entscheidung, werden Sie sehen, dass es dort im Wesentlichen um Partybesucher ging, die sich auch von Absperrungen nicht haben hindern lassen, diesen Rohbau zu betreten oder Partys zu machen. Und das lief über 20 Jahre. Und ein Weg hat sich immer gefunden, um in diesen Rohbau zu kommen. Deswegen ist hier nach der Tatsachenlage die konkrete Gefahr zu bejahen. Damit war es mit den benannten Tatbestandsvoraussetzungen des § 82 Absatz 1 Satz 1 Bauordnung NRW. Es kommt eine nicht benannte Voraussetzung noch dazu, wie in allen Normen des Ordnungsrechts, nämlich die Frage der Verantwortlichkeit. Und Sie haben hier eine Verweisungsnorm aus dem Baurecht in das Ordnungsrecht. Sie können das auch noch über § 12 OBG begründen, dass diese Maßnahmen des Bauordnungsrechts als solche der Gefahrenabwehr gelten. Also das ist Sonderordnungsrecht. Also Rückgriff auf die Normen der Verantwortlichkeit. § 17 OBG, den man vorrangig andenken muss, liegt fern. Die Gefahr geht jetzt nicht im Sinne einer Verhaltensverantwortlichkeit aus mit dem Eigentümer dieses Rohbaus, weil er nicht derjenige ist, der dieses Bauwerk betritt und droht runterzustürzen. Also die Verhaltensverantwortlichkeit liegt bei den unberechtigt das Gebäude betretenden Personen. Die Frage ist aber auch bei der Zustandsverantwortlichkeit, wie sieht es denn aus, wenn jetzt ein Objekt für sich gesehen gefährlich ist, bedarf es doch immer noch Verursachungsbeiträgen von Dritten, damit es tatsächlich gefährlich wird. Kann ich das zurechnen? Grundsätzlich ja, es gibt natürlich Grenzen. Wenn das nur noch bloß mittelbare Ursachen sind, also wenn ein Vorhaben komplett nicht bestimmungsgemäß genutzt wird zum Beispiel, dann muss sich natürlich derjenige nicht alles zurechnen lassen, dass jemand meinetwegen aufs Dach klettert und da droht herunterzustürzen. Das betrifft die allgemeinen Gefahrenlagen, die von Gebäuden ausgehen zum Beispiel. Hier liegt die Konstellation allerdings anders, denn das Gebäude ist an sich ja zustandsbedingt gefährlich. Es ist gefährlich, weil die Außenwände fehlen. Nach dem richtigen Sachverhalt, der zu entscheiden war, ging es auch noch, Treppengeländer fehlten und so weiter. Also wirklich ein gefährlicher Bau, wenn man ihn denn betritt. Ja, man kann natürlich sagen, man muss ihn nicht betreten. Das ist der Punkt. Nur wenn man erstmal drin ist, weist dieses Gebäude an sich zustandsbedingte Gefahren aus, auf, sodass hier weiterhin von der Zustandsverantwortlichkeit des Eigentümers ausgegangen werden kann. Die Frage, ob auch die anderen Personen in Anspruch genommen werden können, ob diese auch verantwortlich sind für die Gefahr, nämlich die unberechtigt das Gebäude betretenden Personen, die Frage ist hier nicht zu erörtern. Hier geht es um die Tatbestandsvoraussetzung des § 82 Absatz 1 Satz 1 Bauordnung. Und die Frage, ob man auch jemand anderen hätte in Anspruch nehmen können, ist erst im Rahmen der Rechtsfolge des Ermessens zu klären. Und dazu kommen wir jetzt, nämlich zum Ermessen. Die Fallfrage war prozessual aufgezogen, nämlich wie sieht es aus bei einer gerichtlichen Beurteilung dieser Beseitigungsverfügung. Und deswegen ist der Einstieg über § 114 Satz 1 VWGO zu wählen. Zunächst die Frage, liegt ein Ermessensausfall vor, also hat die Behörde überhaupt nicht erkannt, dass Ermessen zu betätigen ist. Und hier taucht das oben bereits angesprochene Problem des Austauschs der Ermächtigungsgrundlage auf. Also an dieser Stelle wird es interessant, nämlich insbesondere für die Fälle, in denen die Norm, von der die Behörde ausgegangen ist, eine gebundene Entscheidung vorsieht, die richtige Ermächtigungsgrundlage aber eine Ermessensentscheidung ist. Dann wäre es ja ein Ermessensausfall, weil es die Behörde gar nicht erkannt hat, dass sie ermessen hat. Das kann man nur dann noch retten, wenn eine Ermessensreduktion auf Null in Betracht kommen würde, wenn also nur eine einzige Entscheidung, nämlich die Beseitigung, die richtige wäre. Ja, also das ist der erste Punkt, wo man hier mit dem Austausch der Ermächtigungsgrundlage zu tun hat. So, dann Ermessensfehlgebrauch, also die Frage, sind Aspekte eingestellt worden, die nach Sachlage nicht hätten eingestellt werden dürfen. Dafür ist nach dem konkreten Fall nichts ersichtlich. Und bei der Ermessensüberschreitung stellen sich die Fragen der Grundrechte und der Verhältnismäßigkeit. Wenn Sie zur Ermessensüberschreitung oder zur gesamten Ermessensfehlerlehre sich nochmal vertieft etwas anschauen wollen,
gucken Sie gerne mal rein in das letzte Webinar, was gelaufen ist, zu Fragen der Verhältnismäßigkeitsprüfung in der öffentlich-rechtlichen Klausur. Dort ist das schwerpunktmäßig besprochen worden. Zur Verhältnismäßigkeit haben wir die üblichen Aspekte des legitimen Ziels, der eigenen Erforderlichkeit und der Angemessenheit. Und bei der Erforderlichkeit stellt sich schon die Frage, hätte hier nicht ein anderer Verantwortlicher in Anspruch genommen werden können, wäre das nicht die mildere Maßnahme gewesen, gleiche Eignung. Dazu müssen Sie zunächst klären, wie sieht es aus mit dem Paragraphen 17 Absatz 1 OBG, sind die anderen überhaupt verantwortlich? Ja, sonst kann ich sie auch nicht in Anspruch nehmen. Aber das hatten wir oben, by the way, schon angesprochen. Die Personen, die dieses Gebäude betreten, sind natürlich verantwortlich, denn sie dürfen es auch gar nicht betreten. Ja, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, und das ist etwas, was mir auch Anlass gegeben hat, diesen Fall hier zu besprechen, das betrifft die Frage, dass der Bauherr sagt, ja, du, liebe Behörde, du hast jetzt hier überhaupt nicht dir Gedanken gemacht, wie man sonst rechtmäßige Zustände hätte herstellen können. Gibt es da nicht noch andere Möglichkeiten? Kann man nicht doch noch mal versuchen, alles ja, dicht zu machen, also alle Öffnungen zu verschließen, also nicht nur einen Zaun rumzumachen, sondern eine große Mauer? Und das ist auch etwas, was ich gerne noch einmal ansprechen wollte. Das ist nämlich eine Norm, die relativ unbekannt ist. Und zu dem Zweck schauen Sie sich bitte einmal den Paragraphen 21 OBG an. Nach Paragraph 21 OBG ist vorgegeben, kommt zur Abwehr einer Gefahr mehrere Mittel in Betracht. So genügt es, wenn eines davon bestimmt wird. Der betroffenen Person ist auf Antrag zu gestatten, ein anderes ebenso wirksames Mittel anzuwenden, sofern die Allgemeinheit dadurch nicht stärker belastet wird. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Norm, die darauf reagiert, dass es ja manchmal mehrere Möglichkeiten gibt, die Gefahr zu beseitigen, dass der Behörde das aber nicht bekannt ist oder dass es für die Behörde nur sehr schwer zu erkennen ist, welches eine zum Beispiel für den Betroffenen leichtere Maßnahme ist. Ja, und das wäre hier der Verweis darauf, dass zu sagen ist ja, was ich mir ausgesucht habe als Maßnahme, ist eine geeignete und nach Ansicht der Behörde oder alles, was ich erkennen kann, die einzig effektive Maßnahme. Sofern eine andere Maßnahme noch in Betracht kommt, die du anbieten kannst als Betroffener, dann wende dich an die Behörde. Das ist dann das Verfahren nach § 21 OBG. Das führt also nicht dazu, dass die Verfügung rechtswidrig ist, sondern es ist ein erneutes Verwaltungsverfahren, das darauf zielt, die angegriffene Verfügung inhaltlich, also bezogen auf die Rechtsfolge, abzuändern. Ja, also den kann man sich durchaus mal merken, den § 21 OBG. Mit dem kommt man oftmals weiter, zum Beispiel auch in den Fällen, in denen jemand sich weigert, einen Bauantrag zu stellen. Ja? Und das, ja, die Behörde kann es nicht genau beurteilen, inwieweit ein Vorhaben gefährlich ist und ergreift die Maßnahme, die sich hier aufdrängt. Und dann sagt dann, ja, edgy-wedgy, ne? Hätte ich dir gleich sagen können, das ist besser, ja, das geht viel leichter. Dann kann er auf den Antrag nach § 21 OBG verwiesen werden. Das ist jetzt, um es nochmal klarzustellen, natürlich kein Freibrief für die Behörde nach Belieben zu verfahren. Sie suchen nicht irgendeine Maßnahme aus, nach dem Motto, ja, wenn es denn die falsche war, dann kann der Betroffene ja den Antrag stellen, dass sie geändert wird. Also so ist das nicht zu verstehen. Ausgangspunkt für die Rechtmäßigkeitsbeurteilung ist immer die Frage, wie schätzt die Behörde die Gefahrenlage ein? Ja, aus ihrer Position ex ante. Ja, und aus dieser Gefahrenprognose heraus, die natürlich auch bestimmten Anforderungen unterliegt, insbesondere eine rechtmäßige Betätigung dieser Prognoseentscheidung. Und auf dieser Basis ist zu beurteilen, ob die Verfügung an sich rechtmäßig ist. Ja, das war die Erforderlichkeit, immer mit einem besonderen Aspekt und schließlich mit der Angemessenheit des Ganzen. Die Angemessenheit sind die Aspekte einzustellen, die Sie auch schlagwortmäßig sicherlich sehr gut kennen, nämlich die Frage, wie sieht das aus mit der bloß formellen Illegalität oder auch notwendigerweise materiellen Illegalität. Das stellt nun in diesem konkreten Fall kein Problem dar, weil beide Aspekte erfüllt sind. Das heißt, dieses Vorhaben kann nicht legalisiert werden. Es ist auch materiell illegal,
sodass also mit Blick auf die Zielrichtung trotz der Substanzvernichtung durch die Beseitigungsanordnung keine Bedenken hinsichtlich der Angemessenheit bestehen. Dasselbe hätten Sie auch schon mit einem anderen Aufbau oben prüfen können bei der Frage der Grundrechtsbetroffenheit. Sie haben einen Eingriff in Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz durch die Abrissverfügung und das setzen Sie ins Verhältnis zu den sonstigen betroffenen Interessen, insbesondere auch die Gefahren für Leib und Leben, Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz, bezogen auf diejenigen, die diesen Bau betreten. Ja, das war es im kurzen Überblick dieser Entscheidung des OVG NRW zum materiellen Baurecht zur Abrissverfügung. Machen Sie es gut.